Ich möchte Sie jetzt mitnehmen, Ihnen die neuen Details und die neuen Eigenschaften an den Industriesektionaltoren der Baureihe 60 zu zeigen. Die hohe Torlaufgeschwindigkeit der Tore von bis zu 1 Meter pro Sekunde ist natürlich nur erreichbar, wenn die Technik, die sich im Inneren befindet, die Zarge neu gemacht worden ist. Eines der Details ist der Radius, der ja sich im Übergang der senkrechten zur waagerechten befindet. Der zweite Aspekt ist das, was dann in den Führungsschienen sich bewegt. Das sind die Laufrollen, die hat man vergrößert von 45 auf 47 mm Durchmesser und damit eine bessere Laufstabilität in der Führung und ein geringeres Schlagen auch in der 49 mm Innenschiene praktisch damit erreicht. Hier sehen wir nochmal Laufrollen mit einer Zwei-Komponenten-Ummantelung. Das heißt, die sind nochmal dann besonders leise in der Laufgeräuschentwicklung. Da ist dann auch im Rollenhalter nochmal auch eine Kunststoffhülse, die Geräusche reduziert. An den unteren Punkten haben wir jetzt mittlerweile standardmäßig auf beiden Seiten eine Aufschiebesicherung schon vorgesehen und vorgerichtet mit den Muschelstanzungen und auch im Aufsatz- und Mitnahmestück enthalten. Und wir haben damit auch die Vorrichtung schon für die einbruchhemmende Klassifizierung RC2, dass also Tore unten nicht ungewollt einfach angehoben werden können. Bei diesem Tor möchte ich Ihnen die Besonderheit überhaupt der Baureihe 60, das Highlight vorstellen, das ist der L-Beschlag. Und das Besondere jetzt hier bei dem Tor ist, man hat im vorderen Bereich den Umlenkpunkt mit der Kette weiter nach vorne verschoben und man hat eine spezielle Konsole im vorderen Bereich entwickelt, die das Torblatt im unteren Bereich jetzt so hoch zieht, dass wir bei den Toren definitiv keinen Durchfallshöhenverlust haben. Das heißt, wir haben Tore mit 200 mm Sturzhöhe ohne Verlust. Wir haben hier drei Tore aufgebaut. Einmal außen unsere Baureihe 50 mit dem WR400 und der B460 und in der Mitte und außen die neuen Anlagen mit WR500 FO, wobei Sie dann sehen werden, dass das 560 eben das Tor ist mit der maximalen Torlaufgeschwindigkeit von 1 Meter pro Sekunde. Die beiden anderen Tore sind von den Geschwindigkeiten eher vergleichbar. Es gibt aber trotzdem einen Unterschied, der auch deutlich wird beim Anlaufen, dadurch, dass wir modernere Prozessoren haben, die ganz einfach das elektronische Signal in der auch neu ausgelegten Mechanik umsetzen und damit wird ganz einfach auch der Start schneller ausgelöst. Smart Control ist ein Online-System für den Zugriff auf relevante Tordaten aus der Ferne. Die neuen Steuerungen 545 und 560 können optional mit einem Smart Control-Modul ausgestattet werden. Das Smart Control-Modul ist ein GSM-Funkmodul, das unabhängig von der lokalen IT-Infrastruktur Daten von der Steuerung abfragt und überträgt. Diese werden dann über das Mobilfunknetz der Telekom an gesicherte Cloud-Server in Deutschland gesendet. Über die Cloud werden die Daten der Steuerung an ein Online-Portal übertragen. Dieses ermöglicht die digitale Verwaltung und Auswertung der Daten, wie zum Beispiel Fehlermeldungen und Lastwechsel. Anhand dieser Daten kann die Fehlerbehebung durch das Personal vor Ort oder aus der Ferne durch den technischen Service effizient unterstützt werden. Somit ermöglicht Smart Control die vorausschauende Planung von Service- und Wartungseinsätzen sowie den bedarfsgerechten Austausch von Verschleißteilen. Dadurch können vor Ort Einsätze reduziert und Betriebskosten gesenkt werden.
Blue Control ist ein Bluetooth-System, das serienmäßig in den neuen Steuerungen 545 und 560 integriert ist. Dieses vereinfacht die fachgerechte Inbetriebnahme von Industrietoranlagen per App und ermöglicht beim Service- und Wartungseinsatz den Zugriff auf wichtige Tordaten ohne Internetverbindung. Bei der Inbetriebnahme erfolgt die Verbindung zur Steuerung durch einfaches Scannen des QR-Codes. Ein weiterer QR-Code auf dem Typenschild unserer Industrietore enthält alle relevanten Daten, wie zum Beispiel Torabmessungen und Gewicht. In Reichweite von 5 bis 10 Metern ermöglicht die Blue Control App so einen schnellen Überblick über alle Menüeinstellungen in Klartext sowie das Auslesen von Ereignissen und Fehlern mit Zeitstempel. Zudem können wichtige Meldungen und Steuerungsdaten archiviert, weitergeleitet oder für die Programmierung identischer Toranlagen als Vorlagen gespeichert werden. Das spart wertvolle Zeit und senkt die Kosten. Die Blue Control App steht kostenlos für das Betriebssystem von Apple ab iOS 11, Android ab 5.0 und Windows 10 zum Download bereit. Das Spiraltor H7030PU42 reduziert durch hohe Geschwindigkeit und gute Wärmedämmung die Betriebskosten und die Energiekosten in einem Betrieb. Serienmäßig liefern wir das Tor in der einbruchhemmenden Klassifizierung RC2. Folgende Produktverbesserungen erweitern den Nutzen des Tores. Wir erweitern von 7 auf 8 Meter Breite mit 5 Meter Torhöhe in Kombination und tauschen die seitlichen Zugfedern bis 5x5 Meter Höhe durch Gegengewichte aus. Damit reduzieren wir die Verschleißkosten der Federn und senken damit die Betriebskosten. Das beidseitige Lichtgitter sorgt mit 45 mm Strahlenabstand für höchsten Sach- und Personenschutz am Tor. Neu ist die Auswertung jedes einzelnen Lichtstrahles, um eine detailliertere Fehleranalyse durchführen zu können. Wird in der Torzufahrt ein Hindernis erkannt, wird der Torlauf sanft gestoppt und damit wird der Verschleiß in der gesamten Toranlage reduziert und die Lebensdauer verlängert. Ich stelle Ihnen jetzt den Shoproller SR für Ladenabschlüsse vor. Diese Ladenabschlüsse können wir einsetzen in Einzelgeschäften, in Einkaufszentren, in Bahnhöfen, Flughäfen, Kiosken oder Theken im Kantinenbereich. Es müssen besondere Anforderungen durch diese Ladenschlüsse erfüllt sein. Das ist einmal die schöne Optik, dann einbruchhemmende Funktion, platzsparender Einbau und schnelle Montage. Sämtliche sichtbaren Bauteile des Shoprollers SR bestehen aus eloxiertem Aluminium. Damit schützen wir das Tor vor Verschmutzungen und geben dem gesamten Tor langfristig und langlebig eine schöne Optik. Die schnellste Lösung für den Einbau des Shoprollers SR ist die freitragende Konstruktion FTK. Dazu benötigen wir nur 2 Befestigungspunkte am Boden und 2 Befestigungspunkte oben, die wahlweise alternativ zum Sturz oder zur Decke ausgeführt werden. Mit der Konstruktion FTK sind wir damit unabhängig von den baulichen Anschlüssen an zum Beispiel Aluminium-Glasfassaden, Trockenbauwänden. Wir können diese Konstruktion überall in jeden Baukörper integrieren. Für den platzsparenden Einbau des Shoprollers benötigen wir nur 110 mm für die Führungsschiene je Seite. Alle Bauteile sind werkseitig vorbereitet. Das bringt auf der Baustelle eine große Zeit- und Kostenersparnis. Nach Errichten der Anlage, auch nach den Herstellkriterien von Hörmann,
ist die Toranlage nach DIN EN 13241-1 zertifiziert und auch CE gekennzeichnet. Als Teil der Gebäudefassade werden an Sammelgaragentore hohe architektonische Anforderungen gestellt. Die Fassaden bestehen aus Beton, Stahloberflächen oder auch Natursteinoberflächen. Für diese Oberflächen in der Fassade haben wir jetzt passende neue Oberflächen im Bereich der Torkonstruktion. Unser neues Motiv 499 ist als Füllung für Sammelgaragentore ET500, ST500 und N500 in den Oberflächen Cortenstahl, Stein und Beton auf Anfrage erhältlich. Diese neue Füllung besteht aus einer 5,5 mm dicken mineralischen Grundplatte aus Granit, Schiefer, Quarz und speziellen Glasfaserverstärkungen. Auf diese Grundplatte wird das gewünschte Design aufgetragen und wie eine Keramikplatte bei ca. 1200 Grad gesintert. Dadurch entsteht eine besonders hohe Festigkeit in der Platte und hohe Witterungsbeständigkeit in der Oberfläche. Das sorgt für eine schöne und langlebige Toransicht.